Hallo meine Lieben, ja, ich habe mal wieder ein kleines Tutorial für euch und zwar will ich euch mal zeigen, wie ich meine Stempel jetzt aufbewahre, weil mir das echt auf den Sack ging, wie die immer rumgeflogen sind und ich hatte mir vorher eine Mappe gemacht und hatte einfach Klarsichtfolien genommen und hatte die halt einfach da reingesteckt und dann halt in diesen Ordner gemacht. Und dann rutschen die nach unten und ja, es ging mir auf den Keks und deswegen habe ich mir jetzt wieder was anderes überlegt. Und zwar hatte ich aus Dortmund von meinem besten Freund diese Mappe hier bekommen. Die hatte er mir besorgt vom Action. Und da passt richtig viel rein. Und ich mache die jetzt mal auf und zeige euch mal, wie ich jetzt meine Stempel aufbewahre. Und zwar habe ich auch wieder mit Klarsichtfolien gearbeitet. Und diesmal habe ich mir die so zurechtgeschnitten und hier oben noch einen kleinen Anhänger dran gemacht, wo ich dann noch beschriften kann, wie ja, welche Stempel drin sind. Und so habe ich die alle jetzt schön geordnet und auch super griffbereit. Ja, und ich zeige euch, das geht super, super schnell, das zu machen. Und ich zeige euch gerade einmal, wie ich das mache. Also, wir brauchen natürlich eine Klarsichtfolie. Ich brauche ein Lineal, ein Skalpell. Ich brauche ein Stückchen Papier, ein bisschen Kleber. Und ich nehme diese Handstanze hier von Stampin' Up. Mit der mache ich dann diese Teile hier. Und da kann ich dann eben draufschreiben, wie das Stempelset heißt. Ich habe bisher immer den Kleber hier genommen. Allerdings auf dieser Folie funktioniert es nicht so super. Also ich würde euch empfehlen, hier unten zwei Streifen doppelseitiges gut haltendes Klebeband zu nehmen. Dann habt ihr es leichter. Also bei mir ist der Kleber hier auf der Folie zwei, dreimal abgegangen und ich muss es dann immer wieder dran machen. Deswegen lieber doppelseitiges Klebeband, vernünftig haltendes und dann funktioniert das auch. So, also ich fange mal an. Wie gesagt, es ist ganz, ganz easy und geht super, super schnell. Ich nehme mir hier einfach nur mein Lineal und schneide mir das hier oben ab. So, wenn man jetzt zum Ende hingeht, da seht ihr, es klappt so ein bisschen auseinander. Dann einfach hier ein bisschen festhalten, dass es nicht weiter auseinander klappt und weg damit. Jetzt haben wir quasi drei Öffnungen und die wollen wir natürlich nicht. Jetzt nehme ich mir das Teil, falte mir das einmal zur Mitte hin. Zack. So. Dann nehme ich mein Lineal, schiebe mir das direkt an diese Linie, die gerade entstanden ist, nehme mir die Fuse, die wir natürlich auch brauchen, und rolle hier einmal hin, einmal her. Und dann drehe ich mir das Ganze nur einmal um. Jetzt achte ich darauf, dass ich hier ein bisschen Abstand lasse. Ihr seht das wahrscheinlich nicht so gut. Also ich würde sagen, so einen halben Zentimeter lasst ihr fast Platz. Und wenn ihr denkt, so ist es gut genug, dann auch wieder zweimal drüber rollen. Ja, und das war theoretisch schon das ganze Zauberwerk. Jetzt habt ihr schon eure zwei Fächer für eure Stempel. Und jetzt braucht ihr nur noch den Handstanzer. Dann nehmt ihr euch hier einfach nur ein bisschen stabileres Papier. Zack, stanzen uns zwei von den Teilen zurecht. Schwupp. Na komm. So, den Müll brauchen wir nicht mehr. Wieder zugemacht, an die Seite gestellt. So, dann klappt ihr es euch einmal so zusammen. Und ja, ich werde es jetzt diesmal auch vernünftig machen. Ich nehme mir diesen Kleber hier, der ist super, super fest. Ich habe den gekauft in Dieters Schnäppchenwelt, weil der da doch sehr günstig ist. Schnapp mir meine Schere und dann klebe ich hier einfach nur so Mini-Streifen drauf. Schneid mir den ab. Zack. Das gleiche mache ich hier auch. Auf
Ach nee, ich muss ja auf beide Seiten kleben. Seht ihr? Man klappt das zwar zusammen, aber man hat ja die Folie dazwischen. Ja, so ist das manchmal. Ach so. Dann hier auch die noch mal ein bisschen festziehen. Das gleiche noch mal auf der anderen Seite. Schwuppi. Zack. Also ich finde, das Geklebe mit dem doppelseitigen Klebeband macht noch mehr Arbeit als die Folie an sich. Vielleicht habt ihr ja für euch auch noch eine andere Idee, wie ihr das machen könnt. Ich finde es nur mega praktisch, weil man halt eben draufschreiben kann, was man hat. Und man kann die an verschiedene Stellen setzen. Also zum Beispiel jetzt zwei hier so an den Rand, dann zwei ein bisschen weiter rüber, noch ein bisschen weiter und so weiter. Und dann hat man eben auch schön so gegliedert. So, jetzt nehme ich mir einmal kurz mein Falztool und einmal hier meine kleine Hilfe. Mit den Fingernägeln kriege ich das immer nicht ab. Drück mir den Kleber hier richtig schön fest, dass der da auch wirklich an dem Papier haftet. So, und dann die Hilfe und fummel mir hier einmal auf einer Seite erstmal nur den Kleber ab. So, zack. Also die Trägerfolie. So, und dann gucke ich halt einfach, wo ich es hinhaben möchte. Und schnapp mir das und gucke jetzt, dass ich schön an den Rand komme. Also dass das hier schön mit der Folie abschließt, dass einigermaßen gerade sitzt. Dann mache ich die zweite Trägerfolie ab, wenn sie nicht immer am Finger kleben würde. Na komm, so. Ja, klappt das Ganze um und fertig. Ist es und ist natürlich nicht gerade geworden, war klar. Aber gerade kann ja auch jeder, ne? So, na komm. Oh, ist das bei euch auch so, dass das immer überall klebt hier, diese olle Trägerfolie? So, an die Seite. So, jetzt gucke ich, wo ich da ungefähr war und gucke, dass ich das hier halt genauso mache. Hier versuche ich es doch nochmal gerade hinzukriegen. Jawohl, hat mal geklappt, ausnahmsweise. Nächste Trägerfolie zusammenkleben und fertig ist. Ja, und jetzt könnt ihr euch hier oben eben beschriften, welches Stempelset hier drin ist und schon habt ihr das fertig. Ja, das kann man natürlich auch nicht unbedingt jetzt diese große Mappe von vom Action nehmen. Ich fand die nur mega praktisch, weil auch mega, mega viele reinpassen. Und ich habe mir auch, gestern habe ich hier den ganzen Tag gesessen und habe mir hier Trägerfolien und die hier, die sind jetzt alle noch leer. Da habe ich jetzt überall noch Platz, noch welche reinzumachen. Ich werde auch noch ein bisschen weitermachen, weil ich habe noch nicht alle einsortiert. Und hier habe ich übrigens auch meine, das hatte ich euch ja mal in einem anderen Video gezeigt. Allerdings ist hier das noch dran, aber es stört mich ja nicht. Das klappt sich von alleine um. Und da habe ich nämlich auch meine Gorsches-Stempel drin. Die kann man da auch super reinstellen. Ich verlinke euch mal oben, wie ich diese Mappen gemacht habe, falls ihr das noch nicht gesehen habt. Ja, und da werde ich auch noch mal vielleicht mir hier irgendwie einfach nur so Gorsches dran machen, oben so ein Ding, wo dann Gorsches dran steht und dann weiß ich, in dem kompletten Fach ist Gorsches und gut ist. Ja. Zu. Ja, meine Lieben, das war's. Ein kleiner Quick-Tipp von mir. Ich hoffe, das hat euch gefallen. Bis bald. Tschüss.